Hey yo, hey yo, hey yo! Avro Game ist wieder am Start, Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Long Dark. Also die beiden Absturzopfer haben wir gerettet. Ich nehme die, weil ich bemerkt habe, da hinten... kann ich sie ja liegen lassen. So. Aber jetzt... ja, die macht halt Breakdance. Help me. Die kann nur so drauf. Mein Schwachsinn. Okay. Okay, so ist er noch. Dich trage ich auch dahinter. Und danach schauen wir, dass wir Opfer Nummer 3 holen. Okay. Werd hier gut versorgt. Hallo? Hallo? Lebst du noch? Hier da? Okay. Ja, ohne zu zögern. Oder warte mal, habe ich irgendeine Leuchtpistole? Habe ich nicht. Hab ich nicht. Patronen habe ich, aber davon habe ich selber genug. Naja, dann tue ich die mal hier rein. Brauche ich nicht. Warum? Weshalb? Wieso? Okay, ich will keine Zeit verlieren. Wir holen uns jetzt Opfer Nummer 3. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ich denke mal, da müssen wir wieder mit dem alten Herrn reden. Und dann... gucken wir, was wir für Aufträge noch bekommen. Trink mal ein Stückchen. Und gib ihm. Das Außengebäude. Morleys Haus. Wir müssen zum Morleys Haus. Ja, die sind irgendwo dahinter. Mal schauen, ob wir von da hinten bis hierher schaffen heute noch. Also es wird langsam dunkel. Vielleicht schaffen wir das gar nicht, keine Ahnung. Und die Molly ist halt irgend so eine komische Böse irgendwie. Weil, ich denke mir, dass sie die ganzen Typen mit den Pfeil und Bogen abgeballert hat, denke ich mir. Ich kann mich auch täuschen, aber ich denke es mir. Weil die ist doch die einzige, die mit Pfeil und Bogen abgeht. Oder so ein Fan davon ist, oder was. Schauen wir mal. Wir hätten einfach quer drüber laufen sollen.
Okay. Molly ist raus und das Opfer liegt irgendwo hinter dem Haus. Ah, das Opfer muss da hinten sein. Und dann machen wir so mit der Müdigkeit, außer wir haben so einen Energy Drink und es ist nicht zu dunkel, dann laufen wir noch zurück. Wenn nicht, dann machen wir so eine kleine Übernachtungspäuschen bei Mollys Keller. Und dann gucken wir mal. Ja, da ist so eine Brücke irgendwo da hinten. Da ist die Brücke, aber wir laufen hier durch. Ja, aber wenn du so alleine durchläufst, kommt der Timberwolf nicht, oder? Schauen wir mal ein bisschen noch. Okay, hinter dem Hügel müssten wir schon irgendwo Feuer oder sowas entdecken. Na, die Musik ist da, aber ich sehe nicht. Alter, ich laufe voll verkehrt. Ja, Mann, was machst du für einen Schwachsinn? Astrid, du kriegst gleich ein Astrid. Da vorne ist ein Wolf. Hey, geh nicht zum Ufer. Okay, das ist so ein Speedy Gonzales Wolf. Er merkt halt gleich, dass man auf ihn zieht. Doch nichts mehr. Okay, wo? Ich bin schon vorbeigelaufen. Heiliger Bimba. Ja, und der hat kein Lagerfeuer gemacht, oder? I need to find a place to rest.
Ja, siehst du, ich hab's mir gedacht. Und jetzt kommt natürlich ein Sturm. Ich sag doch, das Letzte wird immer und da hinten sehe ich eine Hütte. Was ist da für eine Hütte? Das ist neulich rausgekommen. Okay, irgendwo steckt dieser Typ. Oder die Person. Da hinten habe ich eine Hütte gesehen. Dann kann ich dann mit ihm da rein und mich dort verstecken, oder? Da habe ich wieder vorbei. Ich hab's doch gewusst, Mann. Der letzte wird der schwierigste sein. Irgendwo dahin. Ich sehe kein Feuer, nichts. Also ist so halb am Verrecken oder was? Die Musik kommt schon. Zeig dich doch mal. Hallo, wo bist du? Viel zu weit weg. Jetzt was im Kreis. Er steckt irgendwo hier, aber ich finde ihn nicht.
Ich habe jetzt nicht da reingeguckt. Da sieht man, dass es ein Hirsch ist. Alter Schwede. Hey, wo ist der Typ, Mann? Wolf? Sag mir mal, wo diese Person sich aufhaltet. Ich hab's euch gesagt, Nummer 3 wird ganz schwer. 100 Pro. Was, Mama, bist du? Hopp, weg. Alter, ich laufe immer in die verkehrte Richtung. Ja, ich komme ja von dort. Was will die mich verarschen oder was? Hier, jetzt kann ich nicht mehr laufen. Ja. Easy. I'm here now. Das war nicht mit Absicht. Sorry. Hallo. Alles in Ordnung bei dir? I'll see if I can help. Feeling better now? Okay. Ich nehme dich mit. Ich kann sowieso nicht schnell laufen. Passt, wir laufen zurück. Wohin? Wohin? Wie ist dahinter? Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Nicht so lang. Das habe ich euch gesagt. Werden 100 Pro 2 oder 3 mehrere angreifen. Ich hab's euch gesagt.
Exakt, da werden mehrere angreifen. I have to carry you. Das ist Mollys Hütte. Ja, wir laufen durch. Keine Chance. Auch wenn ich volle Kanne die Müdigkeit voll aufgeladen habe, kann ich nicht schneller laufen. Also laufen wir durch. Das kann jetzt echt lange dauern. Ein Jahr auf jeden Fall. Hang in there. Wir schaffen das. Dauert noch 8 Monate, bis wir da ankommen. Hold on. Just hold. Ja, Astrid, chill dich ab, Mensch. Was machst du dem armen Kerl voll Panik hier? Hang on. I have... Der heißt Wade. Wade. Nein, Schenkel. Oberschenkel, Unterschenkel, Wade. Okay, unser Wade hat genug Power Energie. Warum kann er nicht laufen? We're making good time. Nur die Wölfe sollen uns nicht überlassen. Nein. Nein, die Augen nicht zumachen. Schau nach hinten und guck nach, dass kein Wolf uns von hinten angreift und mir den Hintern abbeißt, ne? Ja, eigentlich ein gutes Spiel, wenn das Survival-Spiel, allgemein Survival-Spiele gefallen mir sehr gut und haben sie echt sehr gut gemacht, gefällt mir. Ja, es ist halt Nacht, ja, passt schon, das schaffen wir.
Da vorne ist die Scheune, glaube ich. Aber wir wollen nicht dahin, wir wollen einfach geradeaus weiter bis zum Gemeindehaus. Ja, Bruderherz, die Familie. Ich hoffe, dass deine Eule da drin ist. Und du deine Ruhe findest. Mal sehen, ich bin auch gespannt, was passiert, wenn wir den letzten dahin bringen. Aber die werden wir höchstwahrscheinlich in den nächsten Folgen da uns reinziehen müssen. Sonst wäre das Video viel zu weit, viel zu lang. Wir laufen erstmal jetzt dahinter und schauen, dass wir ganz schnell zum Zentrum kommen. We can make it. Ja. Also die Astrid ist höchst motiviert und gefällt mir. Wir schaffen das. Du bist Jan Rambo. Nicht John Rambo, sondern Jan Rambo. Ich hoffe, dass sie auch richtig laufen. Ja, ein bisschen noch. Dauert noch so 4 Monate. Unser Jan Rambo. Ja, eigentlich ist unser Jan Rambo schon ganz schön kräftig, ne? Hat so 70, 80, 90 Kilo man da auf den Schultern und trägt. Respekt, Respekt. Respekt an die Frauen. Ja, so ist das nämlich. Laufen kann sie trotzdem nicht. Doch, wir sind gleich da. Unser Mackenzie war da John Rambo. Hang on. I won't let you go. Astrid ist Jan Rambo. Ich habe die Dinger irritieren ein bisschen, ne? Ich glaube, ich sehe schon das Licht da hinten. Die Schneeflocken. Ja, das ist die Gemeindezentrum. Wir sind ja gleich da. Yes, baby. Jo, wir sind da.
Da sind die kleinen Häuser und da ist unser Gemeindezentrum. Jetzt laufen wir mal zu dem dicken alten Herder und schauen, was er zu erzählen hat. Okay, Leute. Jetzt machen wir mal so. Wir bringen den ins Bett. Not much farther now. The warmth. My God. Okay. Hä, was macht das Bett hier da? Hat mir das da hingelegt? Ey, Dicker, willst du sagen, ich soll wie ein Hund vor der Tür schlafen oder was? War ein Spaß. Aber ich habe jetzt Angst, wenn ich den jetzt dahin tue, dass er dann gleich das Intro startet. Das nächste Kapitel oder so. Okay, ich leg ihn mal hier rein. Alle tot? Was, alle tot? Breakdance? It's okay. It's okay. Okay, Ziel abgeschlossen. Nahen der Sturm. Ich habe alle Aufgaben erledigt. Wir kontrollieren schnell noch. Wir müssen überlebende Stockzentrumsküche und genügend Vorräten auf, um... Okay, sprich mit Pater Thomson. Thomas. Okay, das machen wir dann auf der nächsten Folge. Den habe ich noch nicht gefunden. Wer weiß, wo das hier liegt. Oder wo ich das finde. Okay, Leute. Das war's. Wir haben es soweit so gut geschafft. Jetzt hat der mich erschrocken. Wie so Würmer sehen die dann aus. Ja. Okay, danke fürs Zuschauen. Aktiviert die Glocke, damit ihr keine Teile mehr verpasst. Abonniert, bleibt am Ball, bleibt gesund. Euer Avro Game. Peace.